Hey, hier ist Christine, willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 9. Februar, aber das Video kommt erst viel, viel später, wie ihr jetzt vielleicht merkt. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mein Zimmer etwas umzuräumen. Kennt ihr das, wenn man sich einfach an irgendetwas langsam so satt sieht? Ich habe früher immer mein Zimmer voll oft umgestellt, habe mein Bett verschoben, aber da hatte ich halt noch ein anderes Bett und mittlerweile geht das einfach nicht mehr, weil dieses Bett hier, das kann man einfach nicht anders hinstellen. Ich brauche langsam mal so wieder ein bisschen Veränderung. Deswegen dachte ich, nehme ich euch dabei mit, wie ich mein Zimmer so ein bisschen umgestalte. Es kommen so Kleinigkeiten dazu und ich dekoriere auch ein bisschen um. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt schon mal, was sich bis jetzt verändert hat und ja. Und zwar habe ich einmal neue Kissenbezüge. Ich blende euch jetzt einmal kurz ein, wie es vorher aussah. Vorher fand ich das ein bisschen blöd, weil das immer unterschiedliche Blautöne waren. Aber ja, die haben einen richtig schönen weichen Stoff. Noch eine Sache, die sich verändert hat, ist der Platz meines Druckers. Ich zeige euch mal kurz, wo er vorher stand. Der stand nämlich in dieser Ecke und ich fand einfach, dass das nicht schön aussieht. Deswegen habe ich ihn jetzt mal weggeräumt. Und zwar steht er jetzt hier hinter meinem Bett und er passt da wirklich auf den Millimeter genau hin. Und noch eine Sache, die sich verändert hat, ist nämlich meine Lampe. Ich zeige euch jetzt nochmal hier eine Vorheraufnahme. Ich fand die Lampe, die ist so ein bisschen kindlicher. Also ich brauchte auf jeden Fall irgendwas Neues, weil ich mochte die nicht mehr so gerne. Und außerdem gingen zwei Glühbirnen nicht. Da habe ich zwei neue Glühbirnen bestellt, aber die waren aus Versehen, also die hätten nicht in diese Lampe gepasst. Deswegen habe ich mir einfach direkt eine neue Lampe bestellt. Dafür habe ich jetzt so eine schlichte Lampe hier. Das Coole dran ist, falls ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, wisst ihr, dass ich mir Alexa geholt habe. Und ich kann diese Lampe mit Alexa steuern und das werde ich euch jetzt einmal zeigen, weil ich das richtig, richtig cool finde. Alexa macht das Licht auf Rot. Okay. Es ist halt jetzt zwar sehr, sehr dunkel. Die Farben sind allgemein sehr, sehr dunkel, aber Alexa macht das Licht auf Blau. Okay. Ich habe hier auch noch Blau und hier gibt es halt alle möglichen Farben. Vorher standen hier einfach drei Pflanzen drauf und jetzt habe ich eine Pflanze weggenommen. Meine zwei Orchideen bleiben dort und habe da noch so ein bisschen Deko hinzugefügt. Einmal so ein kleines Schild, eine Art Kerzenhalter und ein Schild, was ich mal von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, sonst kommt demnächst noch ein Nachttisch an, den ich hier aufbauen möchte, weil meine ganzen Kabel liegen da immer rum und alles liegt dann immer auf dem Boden und das fand ich nicht so cool, deswegen habe ich mir einen Nachttisch bestellt mit einer kleinen Lampe und noch ein paar kleine Sachen. Das werde ich euch dann aber zeigen, wenn es angekommen ist. So, mittlerweile ist ein neuer Tag. Heute ist ein Paket angekommen. Und zwar war da einmal diese wunderschöne Lampe dabei. Ja, die ist grau. Ich wollte gerade den Schrank zusammenbauen und wir waren gerade eben noch mal kurz einkaufen. Und ich habe einfach die Anleitung weggeschmissen. Ich habe die Anleitung einfach weggeschmissen. Jetzt muss ich mal gucken, ob es sie online gibt. Wenn nicht, muss ich einfach raten. Und ich habe es tatsächlich geschafft. Alle Schrauben sind verbraucht und er steht und er hält sogar. Ja, hier unten ist ein Fach, wo man so Sachen reinlegen kann. Hier ist eine Schublade. Jedoch, bei der Schublade ist das Problem. Hier muss man immer ein bisschen mit Gewalt zumachen. Hey. Irgendwas habe ich wohl doch falsch gemacht. Aber ja, die Lampe darüber sieht jetzt so aus. Ich habe da jetzt mal eine Glühbirne reingemacht. Und dann sieht das Ganze so aus. Alexa, Kamera aus. Ich glaube, ich habe euch den Nachttisch noch gar nicht richtig gezeigt. Hier stehen jetzt gerade noch Blumen von meinem Geburtstag. Die kommen irgendwann halt noch weg, wenn die schlecht sind. Dann bleibt einfach die Lampe hier stehen mit dem Bild hier und diesen Rosen, den habe ich ja von Max zum Geburtstag bekommen. Und die bleiben hier auf jeden Fall stehen. Die sollen ja richtig lange halten. Hier sind dann ein paar Sachen drin und unten habe ich das Ganze so mal dekoriert. Ich werde nämlich heute etwas mein Zimmer umgestalten und euch dann eine neue Roomtour geben. Ihr könnt das gleich mit der letzten Roomtour vergleichen, euch die vielleicht vorher an. Und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz, wie mein Zimmer aussieht. Ich habe gerade nicht aufgeräumt. So sieht es nicht hier immer aus, aber ich zeige euch trotzdem mal, wie das hier aussieht. Also man kommt hier rein und dann sieht es erstmal hier so aus. Ich habe da immer meine Jacke hängen und so. Und ja, wir kommen auch schon zu der Seite, die mich stört, aber dazu sage ich euch gleich nochmal was. Und dann steht mein Schrank halt wie immer hier. Hier stehen auch so ein bisschen Kleinigkeiten. Aber das zeige ich euch zum Schluss nochmal genauer. Und zwar, was mich nervt, ist diese Wand da. Ich mag die schon etwas länger nicht und habe mir schon etwas länger überlegt, sie in einen hellen Grauton zu streichen, weil ich habe mein Zimmer ja so eher so türkis, grau, weiß. Und deswegen kam für mich nur so ein helles Grau in Frage, weil ich weiß nicht, ich finde die Farbe schön, aber ich mag das irgendwie nicht mehr. Ich habe mich daran satt gesehen und deswegen habe ich mir heute graue Farbe geholt und weiße Farbe, um das da zu streichen und dann auch noch hier ein bisschen die Deko zu ändern und allgemein nochmal mein Zimmer ein bisschen umzudekorieren, damit es hier wieder tipptopp aussieht. Ich werde heute schon mal anfangen, hier alles runterzunehmen und vielleicht übermorgen eher anfangen zu streichen. Thank you.
So, die Wand ist jetzt weiß. Die wird morgen nochmal grau drüber gestrichen. Und was ihr die ganze Zeit nicht gesehen habt, ist das hier. So sieht es hier gerade aus. Also richtig cool. Hier schlafen wir heute. Wir haben das Bett einmal umgestellt, damit wir hier besser rankommen. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich hoffe, dass morgen Abend alles wieder ist, wie es war. Oder halt sogar ein bisschen besser. Würde ich sagen, mein Zimmer ist jetzt so gut wie fertig. Also mir ist, das erzähle ich lieber gleich. Ich zeige euch erstmal jetzt mein Zimmer. Und zwar zu meiner Rechten sehen wir meinen Schrank. Ich muss sagen, ich glaube, ich bräuchte mal einen zweiten Schrank. Das wird langsam irgendwie ein bisschen eng. Aber ja, ich zeige euch den aber ganz schnell von innen. Hier sind so zwei Kleiderstangen. Und hier sind jeweils zwei Kleiderstangen. Ich glaube, das reicht auch schon. Also wisst ihr ungefähr, wie mein Schrank von innen aussieht. Voll. Dann kommen wir hier zu meinem Schminktisch. Da ist eigentlich auch noch alles gleich geblieben. Dann, was neu dazugekommen ist, ist mein kleiner Nachttisch. Ich fand das eigentlich ganz praktisch, für zum Beispiel zum Handy ablagern. Und dann kommen wir zu meinem Bett. Hier hat sich vielleicht so ein bisschen was an Kissen und so verändert. Und hier halt an Deko. Richtiges Echtzeitzeichen. Wo? Naja, die drei Balken. Achso. Dann ist das Herz wieder dazu gekommen, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Da waren noch so ein paar andere Sachen dran. Auf jeden Fall habe ich das zum Geburtstag bekommen. Ich fand das so süß, ich habe es hier aufgehangen. Und hier hat sich das hier geändert. Davor war da ein Bilderrahmen. Aber mir war das Ganze zu bunt, deswegen habe ich einfach jetzt ein Gitter hier rangenommen. Und dann ja, kommt da die Fensterbank. Ich habe jetzt meinen Drucker da noch in die Ecke gestellt. Und da links steht der Teddybär. Hey, ich komme da immer bekannt vor. Wohin? Und ansonsten hat sich hier so ein bisschen auch was von der Deko dort nur geändert. Und dann hier links, jetzt seht ihr, welche Farbe. Ne, ich habe das glaube ich schon gesehen. Auf jeden Fall ist die Wand grau geworden. Da ist einmal jetzt mein Fernseher. Hier ist auch eine Lampe neu. Ich fand das ganz schön, auch wenn es abends ist, dass man da so ein bisschen wärmeres Licht anmachen kann und nicht die helle Lampe hier oben, die gar nicht so hell ist. Und ja, ein bisschen was an Deko hat sich auch hier geändert. Ich finde immer noch, es wirkt sehr leer. Aber ich habe gerade nichts Passendes noch da an Deko. Ich finde auch allgemein ist die Wand noch ein bisschen leer und die Gardinen passen jetzt auch nicht mehr dazu. Ich habe gehofft, dass das vielleicht trotzdem noch so ein bisschen passt. Ich möchte mich auf jeden Fall so in der türkis-blau-grau-weiß-Richtung bleiben. Weiße Gardinen. Ich muss jetzt die Gardinen nochmal irgendwie austauschen, weil es passt gar nicht mehr. Und die Decke da zum Beispiel muss dann auch weg. Und auf jeden Fall folgt noch ein bisschen was Neues an Deko. Aber dann nehme ich dann auf Instagram mit. Übrigens habe ich hier mittlerweile auch schon überall Klamotten drin, da unten auch. Hier sind dann immer, in den zwei Schubladen sind dann immer unsere Decken drin und hier ist mein Kamerazeug drin. Also das hier ist auch alles Teil meines Kleiderschranks. Hier zum Beispiel fehlt auch noch irgendwie ein kleines Poster. Ja, hier habe ich schon eins gefunden. Wenn euch das Video an dieser Stelle mal, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen, dann lasst ihr ein Video gerne nach oben. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, weil Max steht ja noch ein Raum aus, ne, wo wir es ja umräumen. Och, das habe ich überhaupt keinen Plan, Mann. Ja, deswegen geht das Video da nach oben, wenn ich dazu zum Beispiel mal ein Video machen soll. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ach ja, und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet.